Endlich ist es wieder soweit, ein neues Eis-Video. Ihr habt vermutlich schon ewig drauf gewartet, vielleicht aber auch nicht. Und ja, aber ich freue mich trotzdem, endlich mal wieder ein Eis-Video zu machen. Sprich, meistens sind es dann ja auch Sorten, die ich noch nie gegessen habe. So auch diese hier, die habe ich tatsächlich schon Ende 2015 gesehen. Hab sie mir dann aber doch, also sie war da angeblich neu, wobei es die schon, Mandelmagie, schon seit 5, 6 Jahren gibt, habe ich gesehen. Warum jetzt hier neu drauf steht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil sie einfach eine Mandel mehr reingeschmissen haben und es dann als neu verkaufen können. Jedenfalls wieder im Angebot gewesen. Ich kaufe ja Cremissimo, wie ihr wisst, immer im Angebot. Für 2 Euro statt regulär 3,30 kann man sich die Dinger holen. Es gibt sehr schöne Sorten, es gibt sehr miese. Hier hoffe ich, dass sie lecker ist, weil ich mag Mandel. Und Karamell ist da nämlich auch drin. Aber ich habe zumindest gehört, sie soll nicht gut sein. Aber das werden wir dann sehen. Was haben wir? Cremiges Mandeleis. Verschrudelten mit Eis. Was? Was ist das denn für ein Blödsinn? Cremiges Mandeleis verstrudelt mit Eis. Mit Sahne verfeinert. Aha, ja, klingt schon sehr komisch. Durchzogen von einer Soße mit Karamellgeschmack und gebrannten Mandeln. Es war nämlich quasi die Winteredition letztes Jahr. Von daher, es ist ja auch kalt draußen, sogar kälter als Ende letzten Jahres. Ja, dann gucken wir mal, ob das Ganze hier winterlich ist. Ja, oh, sagenhafte 2% Mandeln. Wow, für Mandeleis schon richtig geil. 17% Karamellsoße, die Nährwerte recht human, für Cremissimo recht niedrig. Kohlenhydrate für Cremissimo mal wieder recht hoch. Das Ganze wieder eher so eine Milcheisbasis mit Luft. Das ist das Eis. Das machen wir jetzt einhändig auf. Ich muss mich entschuldigen, mein letztes Video habe ich. Ach, das war gar nicht so lange her. Das war das Eierlikör-Eis, fällt mir gerade ein. Was ich in Jena gegessen habe. Jetzt bin ich übrigens wieder zurück in meiner Küche, wie man an dieser schönen grauen Platte hier sieht. Da habe ich nicht einhändig angeboxt. Es tut mir schrecklich leid. Jetzt hole ich hier nach. Ich habe mich heute übrigens hier irgendwo schwer verletzt beim Einkaufen. Schon voll verwundet hier. Machen wir mal auf. Endlich wieder. Einhändig, wohlbemerkt. Der typische Cremissimo-Look, wir kennen ihn, sieht schön aus, wird nur langsam langweilig. Das hier sind dann wohl die. Ja, die Stücke, aus was die auch immer sein sollen. Das kann man gleich nochmal nachchecken. Hier die Soße, sieht natürlich wieder reichlich aus. Alles wieder hier aufgespritzt und so weiter. Ich werde mal die Hälfte rausnehmen, antauen lassen und melde mich gleich zurück. Bis gleich. Ein Eis die Hälfte im Kühlschrank antaut, kann man hier mal so uns können wir uns hier mal diesen Querschnitt angucken. Man sieht also quasi hier vermutlich dieses Mandeleis in Gelb, hier weiß das normale Cremissimo Standardeis und hier ist dann so quasi so Karamelleis durchzogen. Die Soße oben drauf, man sieht übrigens auch, die ist wieder recht gefroren, sprich es ist leider wieder mehr Zucker als Butter oder so drin, aber es ist ja bei Cremissimo meistens so. Ja, soweit wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Eis ist hier jetzt ja, noch nicht ganz angetaut, weil wie üblich bin ich zu ungeduldig. Ist mir jetzt aber egal. Bei Cremissimo ist ja eh der Vorteil, wenn das einmal draußen ist, dann fängt das ganz gut an zu schmilzen. Und vor allem kann man das gut vom Rand aus halt essen. Ich werde jetzt hier als erstes mal wieder die Hauptmasse probieren, wobei wir wahrscheinlich alle ahnen, dass das mal wieder normal ist. Übrigens hier. Mein neuester Ben & Jerry Löffel. Leider nicht so cool wie der aus New York. Kann man das lesen? Da steht jedenfalls Ben & Jerry's drauf. Der ist jetzt hier für nicht Ben & Jerry Eis. Eine richtig coole ist dann nur für Ben & Jerry Eis, der quasi aus New York ist. Ja, gucken wir mal, was das normale Haupteis kann. Das ist ja meistens recht geschmacksmild. Leider ist ja jetzt direkt was dran. Einfach runterschlucken, ohne schmecken. Ja. Das ist doof. Jetzt habe ich ja so ein schönes Stativ, aber dann kann man nicht so schön die Kamera bewegen. Gucken wir mal hier. Das sieht doch ganz gut aus. Ah ja, hier am Rand der Schüssel ist natürlich schon schön angetaut ein bisschen. Soll ja auch noch Eis sein und keine Suppe. Oh ja. Oh, nicht schlecht. Was ich jedes Mal sage, und ich kann es auch diesmal nur bestätigen, der Schmelz, die Cremigkeit von Cremissimo, deswegen heißt es ja wahrscheinlich auch Cremissimo, die ist einfach super. Es ist nicht immer das leckerste Eis, aber der Schmelz ist wirklich super. Also vollmundig, schmelzig, luftig, lecker.
Das hier ist recht mild, aber ich hatte auch gerade was von dem Mandeleis dabei. Das war gar nicht mal so schlecht. Gucken wir jetzt hier nochmal, wie das jetzt hier so ist. Ja, doch, gar nicht mal so schlecht. Ich probiere jetzt mal hier dieses, wo hier Soße mit drin ist. Oh, das sieht schon wirklich gut nach Soße aus hier. Oh, gar nicht mal so schlecht. Also quasi Soße mit dem Mandeleis. Gerade eine Nachricht bekommen. Ja, intensiver auf jeden Fall. Das hier oben sind quasi, ach, das sollen die gebrannten Mandeln sein. Ich lache mich schlapp. Das sind noch keine gebrannten Mandeln. Gucken wir mal, was die können mit der Soße. Ja, keine gebrannten Mandeln. So wie man sie vom Weihnachtsmarkt kennt. Da fehlen ein bisschen die Gewürze. Aber recht leicht knackig. Mit einer dünnen Zuckerschicht drumherum. Nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht schlecht. So, jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt hier irgendwo isoliert mal das Mandeleis finde. Ah ja, vielleicht hier am Rand. Also hier. Na ne, das ist auch wieder hell. Ach guck mal, ist schon gut Soße drin. Also muss man, kann man sagen. Geht auch gut durch. Ja. Lecker. Doch, also es ist recht mild das Eis, aber geschmacklich doch eigentlich ganz gut. Man muss es doch noch ein bisschen antauen lassen, was ich jetzt auch tue. Und da melde ich mich gleich mal. Vor allem bin ich dann gespannt, wie sich die, obwohl die Soße hier, die sieht gefroren aus, ist aber recht flüssig. Kommen wir zum Testing der Soße doch noch, bevor ich mich gleich mehr aufs Eis konzentriere. Ja, ist eine Karamellsoße, schmeckt aber auch nicht allzu intensiv, eher süß. Ja, ich werde es mal ein bisschen antauen lassen, grab mich ein bisschen durch und melde mich dann einfach nochmal wieder. Bis gleich. Ach, jetzt ist die Kamera schon losgegangen, das ist jetzt schön spontan. Also ich jetzt hier nochmal, diesmal mit Telefon in der Hand. Also wenn man es antauen lässt, wirklich perfekter Schmelz, kennt man üblich. Es ist recht mildes Eis, schmeckt jetzt nicht, wer weiß wie intensiv nach Mandel, aber der Geschmack ist trotzdem so in sich stimmig, sage ich jetzt mal. Es ist sahnig, obwohl nicht, wer weiß wie viel Sahne drin ist. Recht ist ja auch recht kalorienarm das Eis im Verhältnis zu manch anderen Eissorten. Gut, ist nicht das Wichtigste, aber trotzdem will ich sagen, wenig Fett drin. Daher wenig Kalorien, trotzdem bekommt man schön vollmundiges, cremiges Eis. Es muss also nicht immer sehr viel Fett sein. Ja, also ich melde mich gleich erst mit dem Fazit, aber ich möchte auf jeden Fall sagen, dass das Eis nicht herausragend gut ist, aber es gehört doch eher zu den mittleren Richtung Tendenz besser, aber kommt nicht an sowas wie Latte Macchiato oder Tiramisu ran. Das sind die besten. Ist aber auch deutlich besser als zum Beispiel letzte Enttäuschung, Erdbeermandelbaiser. Das ist gar nicht so schlecht, weil alles schön viel ist mit Soße, da kann man nichts sagen. Und doch so an sich einfach schön harmoniert zusammen. Gefällt mir gut, doch. Doch, ist lecker. Leckeres Eis. Zurück von meiner Couch, diesmal mit künstlichem Licht, weil es hier dunkler ist als am Fenster, melde ich mich mit dem Fazit zurück und ich möchte mich korrigieren. Ich finde das Eis sogar wirklich eigentlich ganz gut. Es ist halt von der Geschmacksnote nicht so intensiv wie Kaffee, weil Kaffee intensiv ist, weil ich halt gerade kritisierte. Es wäre nicht so intensiv, aber man hat doch recht schön viel Karamellsoße, man hat diesen Mandelgeschmack und das ist doch milder, aber gut, es schmeckt wirklich gut, das Eis. Also, das muss ich sagen, es gefällt mir. Es ist sahnig, es ist schmelzig, es ist cremig, es ist viel Soße drin. Oben die Nüsse ist nichts Besonderes, aber ist ganz okay. Und so kann ich letztlich wieder nur mit dem Fazit abschließen. Es ist gutes Eis, besonders in Betracht des Preises, kann ich wirklich gut sagen. Geschmacklich zwei, doch auch wirklich gut, würde ich sagen. Und für die Leute, die wieder nur kritisieren und meinen, das ist doch nicht so gut wie ein gutes Ben Jerry. Nein, ist es nicht. Aber für Cremissimo ist es gut. Es ist für ein Milcheis, ein Sahneeis, für ein großes Hauspackungseis ist das geschmacklich
gut, denn es ist kein Sahneeis voll mit Keksen. Und trotzdem finde ich, das hier ist gutes Cremissimo und gehört deutlich zu dem Besseren. Ihr könnt es euch holen, lasst es antauen und ihr bekommt ein super schmelziges Erlebnis, was wirklich anhand der Soße, anhand des Mandeleises einfach perfekt harmoniert. Ich finde es toll. Gönnt es euch. Besonders für den Angebotspreis ist es sein Geld mehr als wert. So, bei 2 Euro ist das sogar sehr gut, das Eis. Danke fürs Zusehen und bis bald. Ciao. Na.